Hallo, liebe Verena, danke, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ja, ich bin die Verena Jennewein. Ich komme hier aus Österreich, aus Tirol und bin selbstständige Reitlehrerin sozusagen. Also hauptsächlich orientiert jetzt auf den Reitersitz, deswegen reden wir ja heute drüber. Genau. Aber so im Allgemeinen ist mir einfach das Wohl des Pferdes am wichtigsten. Genau, der Reitersitz ist ja auch so ein bisschen mein Herzensthema, deswegen sprechen wir heute ja auch miteinander. Du legst ja auch sehr, sehr großen Wert drauf. Kannst du uns gleich mal ein bisschen was zur Wanders-Methode erzählen? Wo kommt die her und wie ist das Ganze entstanden? Ja, die Wanders-Methode ist jetzt eigentlich nichts Neues. Also das Rad wird ja nicht neu erfunden. Aber wie man halt in den Reitern was beibringt. Und das geht halt hauptsächlich bei der Wanders-Methode. Die Wanders-Methode ist von der Mary Wanders sozusagen erfunden worden, aber gemacht worden. Sie nennt es auch Ride with Your Mind. Das sagt eigentlich schon der Name schon ein bisschen was, um was es geht, weil es einfach Bewusstsein, ums Bewusstsein geht. Wie reite ich sozusagen? Wie setze ich meinen Körper ein? Und wir Otto-Normal-Menschen, sage ich mal, so bin ich auch daherkommen, wir haben halt nicht so dieses Naturtalent, also diese Muskulatur und dieses Gefühl, dass wir aufs Pferd setzen, die sitzt eigentlich schon rum, richtig und macht alles intuitiv. Sind vielleicht mal 10%, wo es das können, der Rest muss es hart erlernen. Und genauso ist es eben, dass viele gute Reiter versuchen, Reitunterricht zu geben und da kann man diese ganzen normalen Sachen wie Ferse tief und Füße dran und Sitz gerade und Brust raus und keine Ahnung was. Und das sind so Begriffe, da können viele nichts damit anfangen, probieren es und versteifen sich halt komplett sozusagen. Und das bringt uns dann ja nichts. Also da kommt man nicht weiter. Man schaut man sich den Reitlehrer an, der sitzt super am Pferd, reitet perfekt, kann es aber nicht wiedergeben, was der eigentlich macht. Weil er sagt zum Beispiel nur, er sitzt locker. Und ja, dann sitzen wir locker. Und dann was ist locker? Ja? Ja, also so, genauso fängt es schon einmal an. Also das sind so viele Abstufungen und die Mary hat es halt auch so empfunden in den jungen Reiterjahren, dass sie mit diesem Normalunterricht nichts anfangen kann. Ihr hat das nichts gegeben, sie ist dann nicht weitergekommen. Dann hat sie es eine Zeit gelassen und ist dann wieder ins Reiten gekommen und hat dann gesagt, okay, na, sie kann mit den Ansagen nichts anfangen, sie muss sich das neu orientieren. Und dann hat sie halt ganz viel so mit Masseuren und Tai Chi und Feldenkreis und halt ganz vielen anderen Sachen, wo man einfach sich bewusst wird, was macht der Körper, wie funktioniert mein Körper, was macht die Muskulatur, eben auch mit Physiotherapeuten, zusammengearbeitet und sich diese Methode zusammengestellt. Und ja, ich liebe sie, heißt diese Methode, sonst hätte sie nicht als Trainer sozusagen posiert. Und ja, da kann jeder was davon abgewinnen. Was fasziniert dich so besonders, dass du eben gleich einen Trainer dafür gemacht hast? Also was ist so das, wo du sagst, das ist das Ultimative, warum man das mit dem Reiten einfach so gut verbinden kann? Weil es in jeder Reitweise machbar ist. Das ist für mich eigentlich das, was mir einmal am wichtigsten war. Es gibt Westernreiten, verschiedene Sparten. Es gibt das Englischreiten, Springreiten. Es gibt so viele Sparten, Reitereien und jede ist ein bisschen anders von der Variante her. Und was mich so fasziniert hat, egal auf welches ausgebildete Pferd man sich draufsetzt, es ist nichts anderes wie Biomechanik. Also wenn ich meinen Körper so ansteuern kann, wie es braucht, dann bin ich im Endeffekt, sagen wir mal, eingeklinkt ins Pferd und es ist egal, wie es ausgebildet ist, es weiß sofort, was es machen soll. Und das hat mich so fasziniert drauf. Und sie sind alle irrsinnig froh, wenn man so reitet. Also ich habe noch kein Pferd erlebt, was sagt, ey, na du, das gefällt mir jetzt nicht, steig ab oder so, sondern die waren alle immer super entspannt damit. Ja, Reiten lernen heißt auch so ein bisschen Bewegung lernen. Gern, wenn wir die Bewegung vorgeben, die Pferde sind ja immer gut dafür zu haben, dass es bequem ist, auch was sie auf dem Rücken tragen. Und wenn wir das gut machen, dann passen die sich natürlich freudig an, gell? Das sagen genau wir natürlich. So ist es. Da sitzt einer gut, der blockiert mich nicht, da mache ich natürlich mit. Ja. Genau. Sehr schön, ja, genau. Wie hilft denn die Wanders-Methode genau bei reiterlichen Problemen? Also wie können wir uns das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, auf einer Wendung oder so sitzt man einfach nicht richtig, es passt noch nicht so ganz, ich drücke mein Pferd ein bisschen raus. Also ganz wichtig immer bei der Wanders-Methode ist erstens mal erklären, wie wendet zum Beispiel am Pferd mal, damit der Reiter sich bewusst wird. Und dann schauen, wo sitzen die Probleme. Und dann ist ganz der Mary irrsinnig wichtig und Hände auflegen. Das heißt, ich bringe meine Hände auf den Körper vom Reiter, versuche ihm da ein Gefühl zu vermitteln, wie fühlt sich das an.
wie kannst du damit umgehen, wie sitzt du dann zum Beispiel in der Position. Und dann geht es auch darum, wenn man sie in diese Position bringt, dann ein bisschen dieses Wissen gegeben hat, warum so wenden und so weiter, geht es dann darum, okay, kannst du spüren selber. Weil wichtig ist ja immer, wenn ich gut reiten will, dann muss ich ja selber diesen Aha-Effekt haben, dass es funktioniert und dass ich selber weiter üben kann. Und da kriegen sie einfach ein Tool dafür auch. Mhm. Was mir irrsinnig auch oft üben am Pferd, also wenn der Reiter am Pferd sitzt und ich gebe eine Korrektur oder die Mary gibt eine Korrektur, man hat es gespürt, wie es ungefähr sein soll, dann gibt es dieses Got it, lost it game. Also das heißt nichts anderes, okay, ich habe es gefunden und habe es wieder verloren, weil das ist ganz oft der Fall, gerade mit Sitzbeinen reiten, oder? Bei uns ist es irrsinnig wichtig, beide Sitzbeine zu haben und immer beide Sitzbeine zu haben und nicht einen zu verlieren, weil sobald ihr einen verliert, ist irgendeine Schiefe da. Entweder ist das Pferd schief oder der Reiter ist schief. Auf jeden Fall ist es nicht mehr gerade gerichtet. Und ja, und genau um das geht's. Und diese Wiederholung und dieses Spüren zu vermitteln. Wie bringt man jetzt dem Schüler bei, dass er seine beiden Sitzbeinhöcker spürt? Gibt es da irgendwie so... Macht man immer im Stehen. Also meistens am besten funktioniert es, wenn man selber die Hände unter den Popo nimmt, also unter die Sitzbeine. Die Füße, das ist halt oft einmal gut, je nach Pferd, wenn einer das Pferd haltet oder mir selber als Trainer das halten. Und dann geht es darum, die Füße überhaupt, also nach vorne bringen vom Sattelblatt her, weil da sitzt man schon in so anderen Positionen, wo man sie besser erspüren kann. Und dann geht es natürlich darum, wo sind die Sitzbeine? Weisen die gerade nach unten? Weisen die nach hinten? Weisen die nach vorne? Also da auch diese schöne Mittelposition finden. Was ist jetzt neutral sozusagen? Und was ist schlecht und was ist gut? Und da fangen wir schon immer, also grundsätzlich im Halten an. Damit man mal gespürt hat, wo sind die Sitzbeine, dann geht es halt weiter zum Mary nennt es wieder Bear Down, also alles in Englisch natürlich. Da geht es nichts anderes um die Körpermitte. Und wir machen das dann nicht so, dass der Bauchnabel, der wird jetzt eingezogen und der bleibt jetzt drinnen als Körperspannung, sondern es geht mehr ums Ausfüllen. Also ich möchte eigentlich meine ganze Körpermitte stabilisieren können und ausfüllen können. Da ist jetzt zum Beispiel innerliches Bild zum Beispiel schon wieder da, ein Luftballon auf Höhe vom Bauchnabel und tiefer. Wie kriege ich den ausgefüllt? Wie kriege ich den aufgeblasen? Also da geht es schon um den nächsten Punkt. Mhm. Ist dann mein Oberkörper gerade noch dazu, also nach diesen Positionen? Oder lehne ich mich zurück, lehne ich mich vor, mache ein Hohlkreuz, dass das ausgerichtet wird. Und wenn der Oberkörper dann gerichtet ist und die Körpermitte gerichtet ist, dann geht es weiter zu den Oberschenkeln. Okay, wie positioniere ich die Oberschenkel? Wo sollen sie liegen? Wo liegen dann die Unterschenkel? Und so weiter und so fort. Dass man sie einfach einmal grundsätzlich ausrichtet. Was irrsinnig immer gut hilft dabei, ist entweder Videos oder Fotos. Also hergehen, eine Kamera oder Tablet mitnehmen, die Schüler filmen, ein Foto machen und ihnen dann zeigen, weil die meisten glauben schon gar nicht, wenn man sie einmal richtig aufs Pferd sitzt, nur mal im Halten, wie sie ausstrahlen. Mhm. Die meinen dann alle, sie sitzen irgendwie extrem krumm und schief. Also einer, was zum Beispiel sich nach hinten gelehnt hat, der meint, er fliegt jetzt gleich dann um und ist eigentlich dann nur gerade oder halt fliegt nach vorne so und ist eigentlich nur gerade und umgekehrt. Mhm. Und wenn sie dann das Foto sehen, dann glauben sie dann einfach. Wahnsinn, gell, was man sich da so falsch antrainieren kann und man fällt ganz fest davon überzeugt gerade. Genau so ist es. Und von dem her bin ich ja gekommen, weil ich habe zuerst ganz viel Horsemanship-Sachen auch gemacht und habe mein Pferd eigentlich auch so geritten und bin dann immer weitergekommen und das hat mir nicht gefallen und mein Pferd hat es nicht gefallen und dann bin ich eben zu einer anderen Lehrerin, also Reitlehrerin, was auch geschult ist in der Wonders-Methode hinkommen, war ganz in der Nähe und dann bin ich da ganz James Lessig reingeritten und denke mir, ey, alles eh toll und dann korrigiert mich die da und dann denke ich mir, das ist schrecklich. Und das ist Video und dann denke ich mir so, okay, Erdboden, tu dich bitte auf, ich möchte jetzt da reinhüpfen, also Fremdschämen hochgradig für sich selber, da glaubt man erst einmal so richtig, weil der Körper sagt dir selber, okay, du sitzt perfekt, du sitzt gerade, das ist jetzt dein Sitz, das ist der ausbalancierte Sitz, so ist es richtig und wenn man nur Kleinigkeit verändert, dann denkt man sich nur, oh Gott, nee, niemals. Und wenn man es dann aber gesehen hat, und das ist oft das Wichtige dran, das Visuelle, selber sich zu sehen, wie schaue ich denn überhaupt aus am Pferd, und dann denkt man sich, ja genau, okay, da mache ich weiter, weil das schaut wirklich schlimm aus. Braucht man gar nicht reden. Ich bin ja durch Yoga zum besseren Reiten gekommen. Ich habe auch früher gedacht, oh, ich kann alles, wird ganz, ganz entspannt. Und ich habe festgestellt, dass ich durch dieses PC-Sitzen oft meine Schultern so nach vorne fallen lasse. Und dann wandert natürlich irgendwie so der ganze Körper mit. Und ich saß eigentlich immer nicht in der Mittelpositur. Ich habe mich immer einfach
ein Stück weit nach vorne gelehnt, aber so minimal, aber es hat so einen Unterschied gemacht. Genau, das wirkt sich schon aus. Einfach so ein Bewusstsein für diese aufrechte Haltung zu entwickeln. Und jetzt ist es so, es ist natürlich nicht ganz weg, das habe ich immer noch, aber ich weiß, genau, eine Korrektur. Aufrecht. Da war ja mein Acero, also mein, den haben mich damals gerettet, Criollo, der war Spezialist, ich sage, es war mein Lehrmeister auch, weil bei dem war mein Problem, also meine Hauptzone ist wirklich auch der Kopf. Das kommt eben noch von diesem Horsemanship-Reiten. Den habe ich noch nicht hundertprozentig dorthin gekriegt, wo ich ihn hinhaben sollte und möchte. Und wenn ich es aber immer nur so ein Einzelner wieder in die richtige Position gerückt habe, dann ging der schon ganz anders. Ja. Das war nur so ein kleines Einzelner wieder zum Verändern. Ja. Und ja, das macht dann einfach Spaß, wenn die Leute auch Feedbacks geben können. Ja. Jetzt sind wir ja eh schon so ein bisschen im Thema auch bei innere Bilder. Damit arbeitet ja die Mary Wandless auch relativ viel. Ja. Weil wir haben ja vorher schon gesagt, aufrecht sitzen, locker sitzen, das sind alles so Absatz tief, Schulter nach hinten. Jeder hat es schon mal gehört, aber die Bilder dazu fehlen oft so. Da schließt deine Rippen. Das sind so Sachen, ja, wie soll ich denn meine Rippen schließen? Und ja, da arbeitet ihr ja mit inneren Bildern. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind so ein paar Beispiele? Wenn man zum Beispiel am Anfang möchte, also Schule immer, okay, Sitzbein. Es sind für uns ganz wichtig, eben wegen den gerade Richten, wegen der Schiefe von uns selber, wegen der Schiefe vom Pferd. Wir sagen dann zum Beispiel ganz gern, okay, die Sitzbeine sind wie Mini-Beinchen, wie so unsere kleinen Stummelbeinchen. Und die bewegen sich ja mit. Wenn das linke Hinterbein zum Beispiel hoch und vorkommt, dann hebt auch mein linkes Sitzbein ab und geht auch vor. Es geht wie so, sagen wir mal, liegendes Ei in der Bewegung vor. Also es ist wie so, wenn ich das so mache, so wie so ein liegendes Ei bewegt sich das. Geht eh nur maximal einen Zentimeter, aber dann ist das Gefühl, meine Füßlein bewegen sich so nie. Ist schon mal ganz witzig und man kriegt so ein Feedback. Okay, spüre das und sobald ich aber meine Sitzbeine spüre ich dann einmal die Hinterhand, weil sonst schauen viele immer auf die Vorderbeine und wissen gar nicht, was die Hinterhand macht und da allein schon kann ich über die Hinterhand arbeiten. Oder ich habe eine Schülerin gerade gestern gehabt, die hat ein totales Problem im Lendenbereich unten immer ein Hohlkreuz zu machen. Und dafür, oder normal, Brüste raus, leichte Rückenlage mit dem Oberkörper, also so richtig halt oberfeminin, falscher Sinn. Da geht es halt zum Beispiel auch ganz, ganz schön drum, okay, stell dir mal vor, du hast Zahnräder, also untere Zahnrad nach hinten kippen und das obere Zahnrad gerade ein bisschen vor und das hat der schon wieder ganz geholfen. Was aber natürlich wichtig ist zu diesen Bildern, immer zuerst die Hand auflegen, immer schauen, okay, kannst du spüren, wie weit ist es, wo ist der Druck, wo muss ich hin und da muss man halt selber immer schauen mit unseren Händen als Reitlehrer, dass sie da die Gefühle dafür kriegen. Und dann geht auch das Bild dazu. Da gibt es natürlich irrsinnig viele Bilder. Und das Interessante ist ja immer, es ist ja jede Person anders. Also man muss ja für jede Person andere Bilder einfallen lassen oder aus der Trickkiste rauszaubern, weil können nicht alle immer mit dem Gleichen was anfangen.